Herzlich willkommen hier zurück, meine Lieben. Ja, wir sind immer noch im Weg zur nächsten Mission. Hatten ja schon eben direkt wieder einen übelsten Fight auf der Straße. Und selbst dort muss ich sagen, die Gegner waren ganz schön stark, ne? Ja, und rein, ja. Das kommt, weil das halt nicht so ansatzweise unser Levelgebiet ist hier. Da hinten sind wieder Gegner, aber die können wir umlaufen. Ne, können wir nicht. Da hinten sind auch noch... Oh, Alter! Da hinten laufen 10. Left side is better. Bitte komm! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Du musst mal ein Stück nach links gehen, Insane. Danke. Nee. Lebst du noch? Oh Leute, da kommen wir direkt wieder hier ins nächste Ding rein. Das ist der absolute Hammer. Ich weiß gar nicht, was ich hier sagen soll. Das ist so nice. Es wird einfach nicht langweilig. Da hatte ich ja die Vermutung zu Anfang, ne? Als ich die Beta gespielt habe, habe ich gedacht, die Bombe ist jetzt so stark. Schieß mal auf den Rechten, ich mach Niederhaltung. Okay, perfekt. So, jetzt hier weiter. Ich hab zwar gedacht, in der Beta, dass die Bombdichte da nicht so stark war wie hier. Ja. Langweilig wird, dass man viel läuft und nicht wirklich was passiert, aber es hat sich halt alles Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Ja, ich muss sagen, bis jetzt haben die wirklich nichts falsch gemacht in diesem Game. Also ich habe erst 3 Bugs entdeckt und bin ein bisschen von den Bänden genervt, aber sonst bin ich einfach nur mega positiv beeindruckt. Ich bin einmal durch die Wand geflogen, also komplett einmal. Oh, ach du Kacke! Von wo? Ach hinten! Ach hinten, sagt er! Ja, 5! Ja, ihr seht auch schon, mittlerweile läuft das mit dem Aiming ganz gut. Es funktioniert mit dem, ich guck da hin und er aimt, da kann ich wirklich nicht meckern. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Oh, Alter, andere Seite. Wo sind wir hier? Ist das schon eine Mission oder ist das einfach nur... Das ist einfach nur eine Runde. Also ich glaube noch nicht, dass das irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung, warum das so übel hier ist gerade. Ja, die hauen ganz schön rein, ey. Alter Schwede. Oh, den sterbe ich. Nein, da sterbe ich. Komm zu mir. Wo bist du, Mann? Unser Friend ist hier am Start, Morgana. Boah, hinter uns sind die auch noch. Wobei die NPCs hier auf unserer Seite sind, die, die machen zwar geile Moves, aber die spinnen auch so ein bisschen rum. Ja, die buggen so ein bisschen, ne? Rennen von links nach rechts. Ja, oder du kannst die Deckung nicht nutzen, weil dein Körper auf einmal im Weg ist. Hinter uns. Fuck. Ich bin was. Ich hä? Ist hier gerade despawned? Da ist gerade jemand despawned. Schieß auf den Gegner, auf einmal ist er weg. Bravo rein. Da ist die Deckung, easy. Bereich gesichert. Gegner neutralisiert. Holy shit. Das war nur eine kleine Nebensache hier eigentlich, ne? Fucking 10 blues everyone. Fuck it. War schon wie eine Mission, wir sind noch gar nicht da. Das ist so eine kleine Nebenmission gewesen, um kleine Güter zu kriegen halt, ne? Was ich halt auch sehr, sehr nice finde, dass hier überall, da ist halt ja, die
diese Cleaner sind, ne? Ja. Dass die halt überall noch Benzin rumstehen haben und Propangas und so weiter und du einfach alles in die Luft sprengen kannst. Ja, das stimmt. Da gebe ich dir recht. Okay, let's go, guys. Holy shit, do I double my... No, fuck it. Who uses skill power anyway, man? It's all about DPS and health. Wollen wir uns hier noch den Stoff, oder? Den was? Den Stoff? Ja, können wir machen. Oh shit. Sorry, I didn't mean to mark this one. What the fuck? Ich hoffe ja, dass man im späteren Gebrauch des Games... Ach, hier ist sogar noch ein blauer Drop für mich. Na, guck. Dass man im späteren Gebrauch des Games die Stoffe und so weiter wirklich noch braucht fürs Crafting-System. Weil zu Anfang sind hier ja, du kannst ja hochwerten, hast du ja schon gesehen, ne? Hochwerten? Wie? Ja, du hast, wenn du, glaube ich, mit dem Tech-Flügel oder so ist das, ich weiß nicht, hast du so eine Werkbank. Du hast doch hier diese Bank, wo du deine Blaupausen... Nee, wo du die Blaupausen hast. Ja, genau. Und da kannst du, wenn du ganz runter scrollst, dann siehst du dort blauen Stoff, grünen genau, Stoff. Ja, das kenne ich, das kenne ich. Ich meine, dass die Rezepte, die da sind momentan, dass die im Vergleich zu den Drops, die man so kriegt, relativ scheiße sind. Ich denke mal, das wird sich durchaus anpassen, also auch mit jedem DLC und so, ne? Kommen dann neue dazu, werden wertvoller, manche werden schlechter. Alter, wo sind wir denn hier schon wieder gelandet? Das ist ein actionreiches Spiel auf jeden Fall. Oh nein, ich hab die Nades zu uns geschmissen. Ja, das war meine Nade, das war richtig schlau. Organa geht rein, ja, kein Problem damit. Aber wenn du bedenkst, Morgana hatte, ich glaube, 2 oder 3 Level Vorsprung vor uns, ne? Ja. Ich bin jetzt Level 19, er ist Level 20, also das ist schon... Oh oh, da werden wohl noch ein paar Gegner kommen. JTF-Verstärkung angefordert. Ja, da tut sich natürlich was, ist in WoW ja genauso. Jemand, der 3 Level unter dir ist, hat ja schon mal Kraft. Und da jetzt in den rein, na komm. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Er rennt ja einfach nur rein, dabei wurde Pole entdeckt. Auch ich töte die jetzt schon leichter, also ich merke das auch. Warnung, Feindkräfte nähern sich. Von wo? Hinter uns, Warnung, rechte Seite. Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Oh, pass auf, hier ist, das meine ich nämlich. Das Ding hier, glaube ich, kannst du aktivieren. Ja. Mir ist das auch schon passiert, dass diese Mine, die wir haben, ne, die so hin und her rollt, dass die die auch haben. Dass die was? Die haben diese Minen, die wir haben. Ja, genau. Die haben die auch. Die können ja auch ab und zu gibt's welche, die können die Geschütze hacken und sowas und dann greifen die uns an. Ja, nö, ich hatte die Mine gar nicht geschmissen, aber auf einmal kam da so eine Mine auf mich zugefahren. Oh Mann. Ich dachte, was ist jetzt? Du bist gleich weggeholzt, das Ding. Das ist mir jedes Mal bei krepiert. Hallo? Sind nur Nebenmissionen, Leute, das will ich dazu nochmal erwähnen. Warnung, Sprengvorrichtung wurde entdeckt. Noch, begann noch. Scheiße. Oh, ich bin hier ein bisschen out of position. Mach ich euch so? Nein! Das Gute ist, falls sie wirklich mal ganz nah rankommen, kann man den wenigstens nochmal einen kleinen Hit geben. Schön, da. Sie sind da, sie sind da. Neben die Insel in Stadtschleider. Ja, das ist halt auch ganz geil, dass man halt nicht wirklich immer mitkriegt. Man hat den Radar nicht immer im Auge und sowas. Hinter uns kommt die auch wieder. Oh, das nächste Mal, wenn ich hier was freischalten kann, Alter, freue ich mich richtig drauf. Also ich freue mich schon nachher wieder zurück in die Basis zu gehen. Hier sind noch welche. Oh, hier oben noch welche. Da hinten noch welche. Ich raste aus. Ohne Scheiß. Das ist so krank, das Game. Oh. Ja, Leute, ich habe das Gefühl, bis wir dort angekommen sind, ist schon wieder eine Folge zu Ende. Wir wollten eigentlich 35 Minuten machen, haben schon gemerkt, dass es mit den Dungeons schon nicht hinhaut.
Jetzt geht's hier zum nächsten Thema. Allein der Weg zur Mission, also zum Dungeon hin, ist schon so aufregend, dass das schon eine Folge ergibt. 35 Minuten ist ja echt nix. Nee. Allein hier links die Tanke, ne? Ja, wie sie da brennt. Ich meine, ich sehe jetzt von hier hinten und ich habe gerade gesehen, wie er mit der Pistole auf den Typen einprügelt. Es ist so geil, oder? Es ist einfach geil, ja. Allein wie sie hinter mir herrollt im Dunkeln mit dem Licht, ne? Ja, es sieht einfach geil aus. Der Rauch, selbst der Rauch sieht einfach... Das ist einfach ein schönes Spiel, das kann man einfach nicht anders sagen, ne? Ich hab dich so eine Mühe gemacht, das ist unfassbar. Ich liebe dieses Kuscheltier hinter mir. Oh, das ist mein Haustier, so geil. Rolling Johnny, Alter. Rolling Johnny ist am Start. Lauf, komm. Auch diese kleinen Medizinberichte, Einsatzberichte und so weiter, Telefonanschlüsse und so, die man... Mega geil. Allein die Videos, die Virenvideos, ne? Ja, das ist auch richtig. Wenn du die dann nochmal einzeln anklickst, wenn du die gesammelt hast, bist wieder in der Basis, denkst du, oh, jetzt machen wir mal ein bisschen chillig, klickst so ein Ding an, erstmal ein mieses Video, ne? Ja, es ist einfach, das ist halt, ich finde auch von der Story her, ist es ganz angenehm einfach. Man hat halt einfach eine schöne Atmosphäre hier drin. Ja, finde ich auch. Es ist nicht langweilig, wirklich nicht. Oh, der Schnee, Hammer. I love it snow. Oh, oh, oh. Hi, man, what's up? So, der Schnee und dieser Typ dort, ne, ist auch so fies, ne? Es ist so gerade total entspannt und dann hängt er da erstmal über mir. Okay, das ist, komm mal, schieß mal die Lichter aus, ja? Kannst du ja ausschießen. Dann dreh dich um und dreh dich zurück. Nice Bug. Ja, dieses Lichtdings, ne? Ja. Das stimmt. Ist mir aber auch schon an manchen Stellen aufgefallen, so, aber das hat jedes Spiel. Die Barrels und so weiter, die sind halt auch ab und zu einfach wieder da. Ich weiß nicht, ob es gewollt ist, kann sein, dass es gewollt ist. Okay, was war das? Agent, nehmen wir an, das JTF-Team ist tot, weil, naja, was war das für ein Kitchen, Alter? Kümmern wir uns also um die Lebenden. Sie müssen diese Rikers aus dem Gebäude vertreiben, weg von meinen Generatoren. Und seien Sie vorsichtig. Die sind äußerst temperamentvoll und stehen unter ziemlich hohem Druck. Ich dachte, das sind Gegner, das sind Freunde. Oh, jetzt backe ich wieder an der Wand. Was ich auch super feier, sind die Sprüche der Riker. Oh, Schwein, ach, guck, siehst du hier? Haben wir auch mal Level, die wir auch mal sehen können. Ja, ein bisschen, ne? Ist ein bisschen niedriger hier. Man könnte auch sagen, easy. Ja. Alter, geil! Ah, den Tankwagen zerrissen. Tschüss! Ich find's auch cool, wie sie immer desorientiert sind von dieser Mine, ne? Oder wenn sie Granaten werfen wollen und du sie anschießt den Kopf und sie sich halt rumtaumeln und das Ding total verwerfen und dann sich selber in die Luft sprengen. Das ist halt. Ja, das fallen lassen oder so aus Versehen, ja, ne? Richtig, das ist halt. Ja, der Tankwagen, ja, das ist ein Thumbnail wert, ne? Nicht zerrissen. Ey, der Schädel. Das ist doch ein Thumbnail. Hör mich alle! Gut, weil ich euch was zu sagen hab. Ja, die haben was zu sagen. Hat uns aus Rikers rausgeholt und gesagt, wir könnten unsere eigenen Wege gehen. Jetzt kommt das Gesetz zurück und will uns den Hahn zudrehen. Die wollen uns wieder einsperren. Wollt ihr im Knast sterben? Wollt ihr, dass die tun können, was sie wollen? Also ich spiele da nicht mit. Von mir kriegen die nichts, hört ihr mich? Im Gegenteil, ich nehme mir alles von denen. Seid ihr dabei? Of course, my friend. Nein!
Wait a second, I have a problem. Inventory is full. Wait a second. just dismantle everything. Like, ja, das finde ich ganz if you do 100. Das finde ich nämlich auch ganz nice, dass du halt, wenn dein Inventar voll ist, dass du einmal durchguckst, ah, kann ich nicht gebrauchen, und du kannst es halt während des Laufens, während du in einer Mission bist, einfach zerlegen. Ja, dass man es halt immer kann, ne? Ja, du brauchst nicht zu einer Werkbank gehen oder sonst irgendwas. Du kannst einfach direkt destroyen und dann ist gut. Oh, ich habe hier eine schöne Vektor. Aber ich glaube, die wird mir nicht so viel bringen. You can smoke. You can smoke, guys. I need 3 minutes. We'll just keep moving if it's alright. Was? Er sagt, keep your time. Ja, weil das wäre ärgerlich, da nachher Ausrüstung zurückzulassen, deswegen. Das wäre echt mega uncool. Oh, ja, ich muss hier auch mal durchgucken. Muss ich mal ein bisschen... Aber hast du gehört, was er vorhin gesagt hat? Er meinte auch, man geht hier nur auf SPS und auf Lebenspunkte. Fähigkeitsstärke momentan bringt noch nicht so viel. Vielleicht skaliert das nachher noch, aber... Das kann sein, dass dann noch Patches rauskommen, weil die wollen es natürlich, denke ich. Ja. Ich denke mal, dass es nachher für Heilung und so weiter auf jeden Fall sehr, sehr wichtig sein wird. Das glaube ich auch, auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber wenn du in der Operationsbasis diesen Verbesserungslog freischaltest, dann kannst du ja quasi, kennst du Diablo? Ja. Da gibt es ja auch die Möglichkeit zu rerollen einzelne Sachen. Und das haben die hier halt auch. Dann kannst du anstatt, dass du auf Fähigkeitsstärke gehst, rerollen. Und kannst dann halt dafür Ausdauer oder Schusswaffen kriegen. Könnte man kranker Scheiß zu sagen, ja? Ja, auf jeden Fall. Also man hat hier auf jeden Fall Möglichkeiten, so besten Slotgear rauszuholen. Ach Leute, ich bin so, ich hab so einen Bock. Ich liebe dieses Game abgrundtief. Weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, war beim Erstellen des Charakters, dass man nicht ganz so viele Möglichkeiten hat, da wirklich Einfluss drauf zu nehmen, wie er nachher aussieht. Warum, du hast auch die Möglichkeit, ein bisschen dein Aussehen zu ändern. Ja, aber ich fand die relativ eingeschränkt. Also man hatte zwar irgendwie 6, 7, 8 Charaktere, dann konnte man noch männlich-weiblich wählen, konnte quasi das Herkunftsland wählen und so weiter. Ach, so meinst du das? Ja, wie ein bisschen in Fallout mehr, ne? Ja, richtig. Das wäre nice gewesen. Da gebe ich dir wirklich recht. Das hätte ich auch gerne. Gibt es ein bestimmtes Medizin-Perk, was du benutzt? Also so ein Talent, was du benutzt wegen deinen Heal-Dings? Ja, ich benutze eigentlich immer nur die Ammo-Geschichte. Achso, du meinst die richtigen Talente? Ja, diese, ja. Muss ich kurz mal reingucken. Talente habe ich drin. Ja, und zwar bei Medizin ganz unten links. Der Feldsanitäter. Ja, habe ich auch. Das finde ich, ne? Erste-Hilfe-Set benutzt, das. Wobei es eigentlich Quatsch ist, momentan fällt mir gerade auf, weil ich gar kein Erste-Hilfe-Set richtig drin habe. Genau, weil wir benutzen ja den Dings. Ja. Könnte man das eigentlich nochmal ändern? Ich glaube, ich nehme taktischen Vorteil mit rein. Dass wenn du von Deckung zu Deckung springst, was ja relativ einfach ist, indem du ja einfach die Deckung auswählst und dann die Leertaste drückst, das pro laufenden Sprung, also pro laufenden Meter, kriegst du 2% mehr Waffenschaden für irgendwie 10 Sekunden. Natürlich auch eigentlich ganz nice. Da gebe ich dir recht. Ich mache jetzt übrigens auch mittlerweile meine 10 DPS, 10,4 nice. SPS und 8000 Leben, also hat sich auch schon mega verändert. Krass. Aber ich bin ein bisschen tanky, aber mache weniger Schaden. Ich bin bei 7,5 und 13,5 Leben.
guys. Let's go. Okay, let's go. Whoa! I lost what I said. Thanks for waiting. Someone open the door. Open the door. Ach, guck mal. Guck, wie er mit der Waffe da rumjagt. Ja, Leute, da haben wir schon richtig was freigeschaltet heute. Wir haben schon wirklich was geschafft. Eine Menge neue Klamotten gefunden. Eine Menge Waffen. Und da geht's los. Oh, oben links, Alter, hier Flammen aus dem Licht, dreht durch. Eieiei. No problem. Wir haben sie von oben hops genommen. Nice. Ja, das ist halt auch ganz geil, ne? Dass man hier wirklich flankieren kann, die Gegner. Das war richtig gut, ja. Wir sind gleich hochgelaufen, ihr habt sie unten unter Beschuss genommen, dadurch hingen sie dann erstmal und dann konnten wir sie hinten wegknallen, ohne dass sie es gepeilt haben. Mega nice. Auch der Look, muss ich sagen, mir gefällt das wirklich, die Map sieht irgendwie doch immer unterschiedlich aus. Gerade hier vor allen Dingen. Sie wissen, wie man mit Feinstoff umgeht, oder? Boah, guck dir die Explosion an. Shade-Tech müsste sie direkt zu ihnen führen. Sie brauchen das für eine neue Bude, Leute. Ihr sollten ja mal richtig die Schraube auslassen. Ich kann mir vorstellen, der Ort ist... Ich hoffe mal, ob wir was gegen Elite-Gegner haben. Leider nicht, aber die Reduzierung der Cooldowns ist schon mal gut. Falsch! Nice. 18.000 Schaden. Was halt auch sehr nice ist, wenn die halt so die Cleaner zum Beispiel oder halt die großen Bosse, die halt einen Flammenwerfer dabei haben, dass sie halt die Propan-Gas- Guck dir das an. Haben. Die Propan, ja, stimmt. Na, dann knallst du die Dinger weg und dann. Du siehst nur, wie das Ding brennt, wie die explodieren und sowas. Ich find's auch geil, dass es einen extra Hitmarker dafür gibt, ne? Ja, richtig. Dass du dann diesen gelben Hitmarker hast, dieses Pling, 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 Boom, richtig gut. Auch vorhin bei der Einmission, da hatten wir auch das Problem, dass der Dicke da war. Der hat ein Munitionspaket dabei gehabt und das zerschossen, das hat er sich selber irgendwie 200.000 Schaden gedrückt. Echt? Los, ist das hier kein Film, Cowboys? Das ist jetzt unsere Show. Ist nicht da, auf der Seite. Wir brauchen ihn hier. Ich kann damit machen, was ich will. Ein großer Knall. Wir schreiben sie nicht. Ich liebe es einfach nur noch, die Deckung anzugucken, ne? Wir haben uns das hier genommen und geben es nicht zurück. Falls ihr es wagt, rasten wir aus mit einem hübschen großen Knall. Oh. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein, weil er mir das Ding nicht schwierig wird. Vorsicht, du bist ein bisschen auf Position vielleicht. Diese Feuerbeiten sind hier, ey, ist einfach cool. Oh scheiße, ich brenne. Oh, ich brenne, das ist natürlich ärgerlich. Ja, das ist richtig gut gemacht, ohne Scheiß. Wow, 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 wow. Und da holt er sich selber einen kleinen Brandschaden ab. Ich vergesse auch schon völlig das Essen. Muss ich sagen, seitdem das Spiel rausgekommen ist, bin ich schon viel Nahrungsmittel übersprungen und habe irgendwie das Gefühl, wow, jetzt hält ein Wocheneinkauf einfach mal zwei. Ja, spart Geld, ne? Quasi 60 fürs Spiel ausgegeben. Das ist krass, ne? Könnte ich mal eigentlich lieber den Season Pass kaufen, statt zu essen. Das ist schon richtig stumpf. Auch hier das Licht, das ganze Umgebungslicht, die Schatten, die hier werfen. Das ja, ist geil, ist richtig geil. Es dauert halt nicht mehr lang, dann werden die Leute auch Windeln kaufen, wenn sie
ein The Division Update rauskommt. Nicht mal aufstehen zu müssen. Gibt's ja ein WoW schon. Da sind zum Beispiel Barrett, die machen immer weg. Da guck. Wo hast du das? Ach so, oh ja, die brennen, nice. Da oben ist auch ein Fahrgasttank, siehst du den? Wobei, vielleicht geht der nicht weg. Ne, ist keiner. Ich frage mich, ob das hier wirklich so ein extremes Suchtspiel wird, wie WoW es halt wird. Das kommt halt immer ein bisschen drauf an, wie viel Content man gibt. Ja, ja, deswegen. Was machen sie noch draus? Da bin ich gespannt. Oh. Weißt du, den Sniper? Komm, wir schicken mal den Kumpel los. Das ist ein Sniper. Links bleiben. Alter, das ist so fett. Ist der Sniper weg? Ich glaub ja. Der in der Ecke, so ein lila, ne? Ne, so ein gelber war das. Nö. Oh, ne. Oh. Warte, ich betäub ihn. Du kannst, warte. Down, easy. 10.000 Schaden. Bomben entschärft. Keine weiteren Vorrichtungen entdeckt. Schön, dann räumen Sie mit den Arschlöchern auf. Sobald es halbwegs sicher ist. Manchmal, wenn man so Kurven läuft, ist die Kamera irgendwie ganz seltsam. Ja, ich auch bei, wenn du in der Deckung bist zum Beispiel, und dann rausguckst, dann bist du auch manchmal nicht hoch genug, dass du schießt. Also. Ja, stimmt, das ist mir auch aufgefallen. Aber man müsste das noch ein bisschen gezielter machen können, dass man wirklich hier drüber guckt oder rechts rumguckt. Guck mal, jetzt guckt er rechts rum. Und so guckt er jetzt drüber. Aber man kann das vorher nicht immer so wirklich auswählen, was er macht. Oh, das klingt nicht gut. Wenn die genug Druck ins Turbinensystem aufbauen, tja, geht das ganze Kraftwerk hoch. Vielleicht der ganze Block. Okay, bei diesen alten Kraftwerken war nicht alles automatisiert. Und es gibt manuelle Sicherheitsventile. Finden und öffnen Sie sie, um Druck abzulassen. Sofort wäre gut. Wie geil ist das denn? Er steht da oben und schießt auf mich und dann denkt er so kurz bevor Lowlife ist, alles klar. Ich lauf mal und spring mal hier runter und dann springt er runter und springt in meine rollende Mine rein. Ist er im Fall gestorben. Eigentlich habe ich auch nicht so vorgestellt. Das hört sich nicht gut an hier. Nee, aber ich glaube, es ist noch kein Bosskampf. Bereich sich an Elfen. Was mir noch ein bisschen fehlt, die haben ja gesagt, dass es so eine veränderte Welt hier gibt und dass die Welt sich auch ändert, wenn man gar nicht da ist, also auch wenn man offline ist. Ich muss sagen, davon spüre ich noch nicht so viel. Da würde ich mir noch ein bisschen mehr wünschen. Auch jetzt hier, wenn wir das Kraftwerk zum Beispiel so in die Luft jagen, dass das Haus auch nachher einstürzt und auf der Karte halt eine Ruine wird. Ja, das wäre ganz nice. Oh, hier, nice. Weil du hattest doch bestimmt auch schon so eine Mission mit so einem Kaufhaus, wo es dann auch so mega explodiert ist, du bist am Ende rausgerannt, aber stand halt. Das eine relativ am Anfang der Mission gewesen, oder? Nee, das ist nicht. Da hattest du so einen Endboss nachher in so einem dreistöckigen Kaufhaus und musstest dann zwischen drei Stockwerken hin und her rennen, damit er dich nicht kriegt. Ah ja, doch, ja, stimmt. Ja, genau. Und da fehlte mir das so ein bisschen, dass als es dann am Ende explodiert ist alles. Du hast den Sound so gehört, aber das war wohl nur irgendwie intern. Obwohl das so ein riesen Ultragastank war und Bomben. Und es fehlte mir so ein bisschen, dass dann das Gebäude nachher auch halt auf dem Arsch war, weißt du. Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich weiß gerade nicht. Die Bomben. Ja, das hab ich gesagt. Die Generatoren können den Druckanstieg nicht lange standhalten. Sie müssen den Druck ablassen, sonst werden das Kraftwerk und ein Großteil von Stolltown von der Karte gefunden. Unten sind wieder welche. Alter, ist das geil. Wo will er einen denn hinführen? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Er zeigt ja welche an, nur. Er zeigt die da hinten an. Oh, da unten ist ein gelber, der ist mies. Geht hier hinten lang oder was? Hier unten?
weiß es nicht, wir müssen jetzt mal wegmachen, glaube ich. Dass wir uns Ruhe haben. So, wo ist denn der andere jetzt? Wo ist denn das Zeichen hier vorne? Hier runter? Hä? Ich glaube unten lang, ne, oder? Ich bin hier unten. Ich sehe nur, oh Gott. Ah! Nee, wo stehe ich denn hier? Ja, du bist da, die sind gerade gelandet. Also, du willst, kannst du aber weg. Da unten ist geschützt rein. Ich finde diesen Sound, Alter, ich komme nicht drüber hinweg, ohne Witz. Whatever. Das ist krank. Das ist wie in so einem Horrorfilm. Alter, Feuer. Müssen wir hier lang oder was? Ich hab keine Ahnung. Müssen wir das Tor öffnen? Oh scheiße, ich brenne. Oh, schon wieder Gegner. Did someone of you know? How we go? Selbst beim Zoom, ich konnte gerade nicht mehr zielen wegen dieser komischen, seltsamen Explosion. Das ist ein Augenorgasmus gerade. Das ist der absolute Hammer. Überall diese Gasleitungen. Ich will ja nicht drängeln, aber wenn Sie nicht sterben wollen, sollten Sie langsam mal die Sicherheitsventile öffnen. Alter. Keine weiteren Sicherheitsventile entdeckt. Gehen Sie zur Schaltzentrale. Sie haben reichlich Druck abgelassen, aber er steigt immer noch. Eine völlige Abschaltung ist nur in der Schaltzentrale möglich. Also gehen Sie schnell dahin. Auf dem Weg. Auf dem Weg. So, ich glaube, jetzt kommt der Bossfight. Ja, keine Neustation, das ist immer Bossfight. Ja, das ist nice. Wir kommen zum Ende der Welt, Arschlöcher! Macht sie alle, Leute! Ach du Scheiße! Ah, da ist alles da. Drauf sind, ne? Ja, Mann. Wie das alles noch so die Show drumrum, Alter. Hier unten kommt Bug. Oh, hinten. Einer will uns flanken von hinten. Ist noch einer markiert, ach, da machst du gerade gut. Alle, die nicht im Kontrollraum sind, sofort hier mit euch, ihr Penner! Da sind dann auch einfach geile Sprüche bei, ne? Ja, auf jeden Fall. Ist immer ein bisschen was zum Lachen. Also, obwohl das halt so eine bedrohliche Situation gerade ist und die einfach mega krass ist. Wir sollten die immer in die Mitte locken. Weil in der Mitte haben wir die Möglichkeit, die Gashähne anzuschießen. Weißt du, was ich meine? Ja, oh, hier ist ein Dicker. Pass auf, pass auf. Morgen, behind. Morgen, behind. Er rennt einfach rein. Ich mach da richtig Rambo. Das ist nix.
wie er da rauf geht, Alter, ne? Der Bock. Ja, aber man muss auch sagen, ist natürlich ein niedriges Level, ne? Hier. Und der sagte ja schon, er hat Rüstungsdurchdringung, von daher. Etwas? Rüstungsdurchdringung. Er meint, Rüstungsdurchdringung, das wohl ein bisschen mehr ab. Heilen wir ihn jetzt eigentlich auch? Nee. Oh, da hat Morgan noch mal auf die Straße gekriegt. Ja, er fängt ihn gerade ab, siehst du das? Mit Absicht. Nice. Bitte. Das hat er gut gemacht. Das war mega schlau. Dann ist er entspannt vor ihm stehen geblieben. Alle haben halt dumm geguckt. Also der Typ hat dumm geguckt und auf ihn geschossen. Und so hatten wir unsere Ruhe. Das war echt gut. Stromgenerator stabilisiert. Tja, nichts ist explodiert. Und die Sirene jault nicht mehr. Also ach, da guckt die Jagd wieder aus. Ein Team ist bereits unterwegs, um die Schäden zu beheben. Für sie gibt es nichts mehr zu tun. Sie können abziehen. Wenn unser Platz in der Stadt nicht respektiert wird. Denn wenn wir diesen Platz nicht kriegen. Sorgen meine Leute dafür, ich ralle mal nicht beim Echo, wo man jetzt die Sachen herbekommt. Ne? Meinst du? Naja, du hast ja einmal das Echo, was du aktivieren kannst, und dann kommt, kriegst du ich manchmal noch was, was du finden kannst. Haltet mit diesem Platz warm. Achso, ja, es gibt nicht. Ab und zu musst du hier die. Da sind doch immer so weiße Markierungen. Ab und zu kannst du die nochmal untersuchen, wenn du draufklickst. Da steht ja dann immer was für ein Beruf und so weiter, ne? Und Details zu dem. Und ab und an kann man bei denen nochmal auf. Sachen halt finden, so wie normal mit M aufgehen. Oh, da hinten ist noch ein Legendary. Wie kommt das denn hier oben hin, Alter? Das hier ist der absolute Hauptgewinn, Agent. Was er sagen will, ist, dass wir Tonmaterial von einem unserer geschätzten Kollegen abgefangen haben. Jagdgewehr abgeht von 5000 Schuss. Pro Schuss auf 7500, was natürlich auch ganz nice. Das ist richtig übel. Und ein besserer Headshot-Multiplikator. Oh, da das Green. Hat man auch selten hier. Ja. Bin ich immer wieder verwundert, wenn ich dann doch mal in so ein Ladescreen komme. So, hier werde ich fast stehen bleiben. Ich werde jetzt erstmal. Ich kann das jetzt nicht ersetzen. Ich meine, ich habe 10.800. Oder ich hätte 11.600. Nein, ich kann irgendwie nicht. Also, ich möchte gar nicht weniger Leben haben. Ich fand das jetzt eigentlich ganz gut. Ich möchte beides wieder hochkriegen, aber jetzt wird es wieder schwieriger. Umso höher das Level, umso schwieriger wird die Geschichte nämlich. Aber ich habe was gefunden. Ja, Baby. Ist das gut, meine Lieben. Perfekt. Besser kann es gar nicht sein. Da haben wir also doch was dabei gehabt unter den vielen Sachen, die wir aufgesammelt haben. Und dann können wir mal gucken, ob wir jetzt noch einen besseren Rüstungsmod haben. Welcher war das mit F hier? Der hier. 20%, Alter, was? I'm just gonna go unlock this safe house over here, by the way. Yo, ich mache jetzt 11.100 Schaden und habe 9.000 Lebenspunkte. Nice. Ich habe keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Bin ich ehrlich. Na krass, du hast aber ordentlich Damage raus, ey. Uiuiui. Integrierte Waffenmod? Was bedeutet das denn jetzt? Jetzt habe ich auf die Waffe noch einen Mod reingetan, oder was? Hä? Also ich kenne nur leeren Waffenmod. Nee. Und du hast doch hier deine Extras. Ja. Die einzelnen Mods für den Körper sozusagen. Aha. Und hier habe ich integrierte Leistungsmod. Da steht dann Hilfspostenwirkzeit oder Impulsgeberreichweite. Und den ich jetzt drinne habe, nennt sich... Warte. Integrierte Waffenmod. Plus 20 Schusswaffe. Achso, ja. Da kriegst du plus 20 Schusswaffen drauf. Nochmal drauf auf den... Anstatt dass du wirklich irgendwie eine Fähigkeit stärkst, stärkst du einfach nur deine Nummer 1 Stats. Da habe ich glaube ich auch 3-4 Stück von drin, aber alle auf Ausdauer. Deswegen ist übel und ich habe eine bessere Waffe bekommen. Das auch noch. Extra EP, Tötungs-EP 20%. Ich benutze mittlerweile nur noch spezialisierte Waffen. Ich brauche da noch eine Sniper. Ach, das ist doch hier Präzisionsgewehr ist es. Aber
Sturmgewehr, leichtes Sturmgewehr. Die Waffe müssen wir mal austauschen, die ist Müll. Und hier könnten wir noch höher gehen, auf 11.300 Schaden. Und wenn wir die dann nämlich noch aufgestockt haben mit unseren Sachen, wird es ja nochmal besser. Scheiße, ist natürlich 300 Energie, also es ist immer schwer, diese Talente der Waffen zu erreichen. Finde ich, weil du ja... Manche Sachen willst du halt gar nicht hochpushen, ne? Ja. Muss noch mal gucken. So, meine Lieben, hiermit beenden wir die Folge. Wir schauen nachher mal, was wir in den Lagern bekommen. Wir haben ja mittlerweile verschiedene, wie heißen diese Räume noch? Sicherheitsräume? Safe Rooms. Safe Rooms, genau. Und jeder Verkäufer verkauft ja auch was anderes. Dann wird es ja zusätzlich noch alle 24 Stunden, glaube ich, noch aufgefüllt. Wir können ja mal schauen, was wir da so finden, ob wir da vielleicht noch ein paar Sachen kaufen können. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ich verabschiede mich. Macht's gut, ihr Lieben. Haut rein. Du darfst auch Tschüss sagen, mein Lieber. Ein Agent aus Ihrem Team braucht sofortige